Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge 130 von Avorion. Ja, wir sind in diesen Sektor gesprungen, das habt ihr nicht mitgekriegt. Ich habe das gemacht, bin darüber geflogen und ja, dann werden wir nach dem Intro gleich weiter gucken, wie wir die Dingens sag schon Kapitäne verteilen. Ne? Bis gleich. So, dann sind wir hier drinnen. Hier ist das andere Schiff, in dem wir tatsächlich jetzt. Ne, sind wir mit dem geflogen? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber jetzt stellt sich gerade mir die Frage: Ist das. Hier muss doch noch eins rauskommen. Ach, da oben. Da ist es. Elch 1. Albatros. Okay. So, Rücktaste, um den Autopiloten gerade auszumachen, habe ich gemacht. Ist das jetzt hier das große Schiff, ne? Gehen wir doch da mal rein, gucken uns das mal gerade einmal so an. Okay. Ist das jetzt der Transporter? Oh, Hyperraumsprung. Ja, was wir gerade Hyperraumsprung angucken, da gab es einen Patch-Note und das hat gesagt, dass da der Hyperraumsprung um 50% für die Steine reduziert worden ist. Ja, erzeugte Energie 20, benötigte Energie 27. Das ist schon mal nicht so dolle, ne? Aber da fehlt hier oben. Dein Schiff verbraucht mehr Energie, als es produziert. Ein Systemflugkörper verbraucht alle Energie. Dein oben und unten Drehgeschwindigkeit ist schlecht. Das schwach klingt mit anderen Schiffen und das. Okay. Liegt es dran, dass wir nicht genug Personal haben? Nee. Das bedeutet, wir müssen das definitiv gerade mal ein bisschen pimpen. Ich dachte, da wäre jetzt nicht so das Problem, ne? Ja, das ist ja nicht so dolle, ne? Ich habe gedacht, dass dann alles gut ist, wenn man so ein Schiff baut, dass es ausbalanciert ist. Aber dem ist wohl nicht so, ne? Da ist ein Generator. Das ist ein Schildgenerator. Auch noch. Hier leuchtet noch was. Das ist eine smarte Kante. Ach, das. Die smarte Kante spiegelt irgendwie, oder was? Und den Schildgenerator dann, okay. Da wollte ich hin. Da ist nochmal ein Generator. Und da ist noch mehr Generator. Und ja, wir müssen halt mehr Energie erzeugen, ne? Sieht ja interessant aus, diese Bauweise, ne? Ist das hier auch noch ein Schildgenerator? Okay. Und wo baue ich jetzt da was dran, ne? Gute Frage, ne? Ist gut versteckt alles, oder? Den Generator. Wo wäre denn hier eine schöne Stelle, wo man noch einen Generator hinsetzen kann? Hier so rein eigentlich, ne? Das hat ja gut geklappt, was ich gerade gemacht habe. Ich habe dann mal F gedrückt, ne? Ich würde den jetzt so bauen wollen und ein bisschen niedriger machen wollen. Und dann geht er da so hin. Würde ihn breiter bauen wollen. Aber wir können den natürlich auch hier ein bisschen größer bauen, oder? Erzeugt Energie. Okay, ich sehe gerade, da ist sowieso nicht viel, was wir da mehr erzeugen.
Okay, das wäre jetzt eine Hausnummer, ne? Doch nicht. Guck mal, wie viel das sind. Das sind nicht 600 mehr, sondern 6000 mehr zu machen. Okay. Der Energiespeicher 20 Gigajoule. Die Hyperraum-Energie ist wow. Ja. Ist ein bisschen krass, oder? Eins Komma zwei Gig dabei. Wo bauen wir noch was hin? Mach da mal ein Dingens hier, sag schon eine Spiegelachse rein. Eins Komma drei Gig. Kriege ich das hier irgendwo auch noch hin? Vielleicht da hinten. Da ist auch noch ein bisschen passiert. So, noch ein bisschen, dann haben wir es geschafft, oder? So mache ich es jetzt und fertig. Escape. Raus aus dem Baumenü. Was sagt er jetzt da oben? Wir sind nur schwach, oder? Und die Drehgeschwindigkeit ist noch schlecht. Die oben-unten Drehgeschwindigkeit. Das wäre jetzt Pitch, oder was ist das? Aber die ist ja, naja, minimal schlecht, ne? Aber eigentlich ist das der Gyrus Phalanx, oder wie heißt das Ding? Okay, und den muss ich jetzt drehen. Nee. Das wäre jetzt das Richtige. Und jetzt müsste man noch wissen, wo der hin muss, damit das funktioniert, ne? Ist das da? Aber ich glaube, es spielt absolut keine Rolle, wo er hinsetzt. Der Wert ist immer der gleiche, ne? Dann setze ich ihn doch einfach dahin und es ist gut, oder? Okay. Okay. Jetzt ist das Schiff nur noch schwach, ist auch klar. Hier können wir noch was einsammeln. Das ist schon mal gut. Das ist jemand anders. Wir fliegen jetzt mal dahin und gucken, ob wir da hinkommen. Wir sind der Albatros und da ist der Elch, oder wie ist das, ne? So, lass mal in den Elch gehen. Der Elch hat da oben noch
nicht genug Geschütze etc. Die Werte sind aber gut. Und die können alle nicht schießen, weil wir keine von Dingens haben. Und die Kanoniere 2. Aber das ist ja jetzt erstmal nicht so schlimm. Ne, wir müssen gedockt sein. Wann sind wir gedockt? Sind wir immer noch nicht gedockt? Dann sind wir gedockt. Gut, Crew anheuern. Oh, hier gibt es sogar tatsächlich Kanoniere. Anheuern. So, das passt jetzt. So, wo ist unser Schiff? Da ist das. Und da ist das. Gut. Wieso steht hier immer noch nötige Kanoniere? Habe ich jetzt das Falsche gekauft oder was? Anheuern. Das sind doch Kanoniere, oder? Sechs von zwei. Okay. Nee, warte mal. Jetzt passt's aber. Verstehe nicht, warum war das ein Anzeigefehler oder was? Okay, nicht schlimm. Haben wir jetzt erstmal gemacht. So. Den schicken wir jetzt erstmal hier hin. Dann gehen wir mal gerade noch mal rüber, gucken hier noch mal rein. Das war falsch, da wollte ich hin. Pitch. Albatros. Ist immer noch ein scheiß Wert, auf Deutsch gesagt. Ich dachte, wir hätten das schon umgebaut. Egal. So, wo ist unser drittes Schiff? Das holen wir jetzt mal näher. Ist es das? Ja. Wie sieht's denn hier aus? Hier ist Besatzung gut. Da sind die anderen beiden. Fliegen wir da erstmal näher. Ich hoffe, das passt erstmal so. Nee, das war falsch. I brauche ich. Nee, da war's. Kapitän ist ein Schmuggler und Kapitän ist nix. Gut. Das bedeutet, wir machen das mal und dann gehen wir auf F interagieren, Crewfracht und
Den würde ich jetzt davon transferieren. Ein Passagier hat das Schiff verlassen. Passt. So, kann ich die übertragen? Das wäre die Frage, ne? Und, nee, das wollte ich gar nicht. Hier Crew transferieren. Dahin. Mechaniker und Ingenieure hat der. Und jetzt fehlt es hier natürlich noch an den Kanonieren. Ja. Dieses Schiff kann sich überhaupt nicht wehren. Dafür hat es das aber als Eskorte. Gut. Ja, bauen. Bergbau. Okay, irgendwas mit Ende war wieder falsch. Distanz-Doppelshooter. Jetzt hier irgendwelche Flächen, wo ich das draufsetzen könnte. Naja, hier vorne eigentlich, ne? Qualitätskanone. Oh, die ist aber groß. Und? Bewaffnet, bewaffnet, alles bewaffnet. Ne, da ist unbewaffnet. Nobel-Reparaturlaser, okay. Den setzt doch mal ruhig dahin, oder? Präzisions-Dreifach-Maschinengeschützturm. Der ist wäre da. Geht aber nicht, weil nicht genug Slots. Okay, das bedeutet Baumenü verlassen von dem Schiff. Händler ist drüben. Da oben ist schon wieder was zum Abholen. Also so nah dran ist nicht dolle, weil dann kann man ja auch nicht hin, ne? Hierhin. Okay, da fehlen jetzt zwei. Kann ich die von dem holen? Wo sehe ich hier die Übersicht? Hier, 5, 8 nicht nötige Kanoniere. Okay, da sind genug Kanoniere wohl drauf. Würde ich jetzt mal sagen, ne? Ja, Auswahl. Da jetzt hinzukommen ist wieder mal sehr schwierig, ne? Ja. Wie kriege ich das denn jetzt so? Aha. F ist interagieren, Crew, Fracht transferieren. Wo sind denn jetzt die 85? Ach so, der ist dahin gerutscht. Zwei Kanoniere da. Ich mache mal vier rüber. Hier ist jetzt alles noch gut. Wir haben 85, 26 steht da jetzt. Naja. Wechsel mal das Schiff gerade. Geh hier rein. Nötige Mechaniker. Da fehlt einer. Okay.
Jetzt muss da noch ein Frachtjäger transferieren, dann Mechaniker, Ingenieure, Besatzungsmitglieder. Haben wir hier nicht. Jetzt gehen wir da noch mal rüber. Inventar, nötige Mechaniker. Den können wir jetzt dazu setzen. Warum? Ah, jetzt ist es gerade weggegangen. Alles klar, er hat sich eingefunden. Okay, das ist geklärt, aber hier oben haben wir noch das andere Schiff. Wie sieht es da aus? Da ist Besetzung gut. Dann müsste man das so lassen können, oder? So, jetzt bedeutet das, wir gehen dahin. Fliegen wir dem mal gerade ein Stück vor. Und jetzt gehen wir auf das andere Schiff. Wo ist es? Da hinten. F. Befehle. Mich eskortieren. Gut. Jetzt gehen wir da noch mal rein. Der Autopilot ist an. Jetzt wird es irgendwie ein bisschen spannend, ne? Top-Spieler. Okay. Sehr cool, dass man das so wechseln kann. So, jetzt dieses hier bedeutet, alle aktuelles Ziel angreifen, automatisch steuern. Spieler gesteuert. Was stand da jetzt? Jäger. Defensiv, Jäger und Torpedos. Automatische Steuerung. Würde ich jetzt mal so sagen, oder? Der Autopilot ist dann noch an. Das bedeutet, ich betrete dieses Schiff und fliege jetzt mal ein Stück rum. Okay, sehr interessant. Wir haben gar keine Leistung. Aber der rückt nach. Das habe ich gerade mal so gesehen, oder? So, das heißt, wir gehen wieder in den Baumodus und schauen zu, dass wir noch akkutechnisch was dahin kriegen, oder? Natürlich jetzt schwierig, ne? Energiecontainer. Steuerung C, Steuerung V. Machen wir die Dingens weg hier, die Achse. Und jetzt gehen wir auf den Energiecontainer und bauen den da mal hin. Und kriegen wir den noch irgendwo hingebaut? Vielleicht hier drunter? So. Lassen wir den mal so. Das mit dem Drehen kann er immer noch nicht. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob er aufbaut. Wie viel Energie haben wir denn jetzt hier? Er erzeugt Energie 27,84, benötigte Energie 27,54. Das ist gerade mal 0,3 weniger. Piraten greifen den Sektor an.
Wo sind sie? Da unten. Superpirat. Schauen wir doch noch mal gerade vor. Oh, brauchen wir nicht mehr vorbeischauen. Hat sich schon erledigt. So, das war jetzt Albatros. Albatros ist der Große. Albatros baut gerade Energie auf. Und Albatros muss was machen. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.